Kapitel 3. Nima Außenposten. Absturz auf Jakku. Finn ist zurück auf dem Wüstenplaneten. Und da Poe verschollen ist, muss er sich allein zum Nima-Außenposten begeben. Zur selben Zeit befindet sich Ray dort mit BB-8 ein, um gesammelte Schriftteile zu verkaufen. Noch weiß sie nicht, dass BB-8 finsteren Mächten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Siedlung viel wert ist. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, seid gegrüßt zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Ja, hey, was? Die Jacke, der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Wo hast du sie her? Er meint, sie gehört seinem Master. Sie gehörte Poe Dameron. Richtig? Er wurde gefangen genommen. Von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff wurde getroffen. Poe hat's nicht geschafft. Dann bist du also beim Widerstand? Wie es aussieht. Ja, das bin ich. Ich bin beim Widerstand. Ja, ich bin beim Widerstand. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich hat er eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt und alle wollen die haben. Komm schon! Ja. Und gleich wieder ein Angriff. Ich kämpfe mal wieder mit Finn. Den mag ich mehr als Way. Ja, an alle Way-Fans. Tut mir leid. Ist nicht böse gemeint, aber ich persönlich bin mehr ein Finn-Fan. Ein Finn-Fan. Oder ein Fan-Finn. Wer weiß. So. Jetzt muss ich scheinbar mal trotzdem mit Way spielen. Ist auch nicht schlimm. Bin jetzt Way nicht abgetan. Aber was genau soll ich jetzt hier machen? Irgendwie muss Finn und BB-8, die müssen ja irgendwie beide hier zu mir kommen. Die brauche ich ja noch im weiteren Spielverlauf. Okay, wir werden von hinten angegriffen. Ich mach's mit dem Karate-Schlag. Ich besieg ihn im Nahkampf. Genau. So macht das ein richtiger Widerständler nicht. Aber egal, weiter geht's. Er ist ja auch ein richtiger Widerständler. Wieder das Rätsel. Muss jetzt trotzdem noch die roten Stormtrooper machen. Oh, und wenn das mal nicht Way gesehen hat, und ich enttarnt werde. Ja, gute Frage, warum nicht ein imperiales Schiff hacken kann. Ich verrate es dir nicht. Weil ich bin ein schlechter Lügner. Oh oh. Habe ich noch meine Kanone? Ja, auf dem Rücken. Zack, zack. So, beide wieder tot. 2 von 4 Spülmaschinen. Wieso? Ach so, ja, stimmt, das ist eine
ist eine Müllhalde. Eine Schrotthalde. Und deshalb sind da Müll. Quatsch. Müllmaschinen? Spülmaschinen. So, ich brauche mal einen Detektor. So ein Gerät, Dingens. Hat das Way? Ja, Way hat so ein Dingens. Finn allerdings, glaube ich nicht. Der hat es, glaube ich, nicht. Oh, ja, schön. Ich bin jetzt hier mit BB-8. Wieso ich die denn... Ah! Elektrisieren. Tja. Leg dich nicht mit einem Druiden an. Der elektrisiert dich tot. Ich wusste gar nicht, dass BB-8 kämpfen kann. Ist doch stärker, als ich gedacht hätte. Er weiß sich zu verteidigen. Achso, hier muss ich lang mit Way. Und hopp. Da dran. Hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Ja. Wie kommt Finn jetzt nach? Ah, ja. Schön. BB-8, kannst du mal bauen? Na, kacke. Jetzt muss ich wieder zurück. Und das habe ich auch mal ordentlich versaut. So, hoch da. Zack, 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 die Duster. So. Hier noch einmal bauen. Sieht aus wie eine Leiter. Und es ist eine Leiter. Oha. Wir werden angegriffen. Ich hab's doch gehört. Was, nur ein einziger? Das ist aber ein bisschen erbärmlich. Sonst greifen die doch mal einen Truppen an. Oh. Ich glaube, da kommt gleich der Rest der Truppe. Ist aber auch ein bisschen feige, dass wir hier zu dritt angreifen. Zoom mal. Den Schalter aktivieren und von einem herunterfallenden Schrotzteil getroffen werden. So, BB-8, das ist dein Part. Hopp, drauf da. Und Sprung. Bist ein braver Roboter. Braver Druid. Zack. Das hier. Was nur? So leicht gesichert. Ja, merkt man, dass das Schrott ist. So. Ich hätte mal gerne wieder Finn. Der kämpft gerne auf Nahkampf, wie es aussieht. Zoom jetzt. Da geht's weiter, denke ich. Immer weiter nach rechts. So sind Level manchmal aufgebaut. Nee, das ist kein Ray. Wuhu! Und jetzt einen Weg finden, wie die anderen rüberkommen. Wie üblich. Dreh dich, Rädchen. Und zack. Jo. Da könnt auch jetzt ihr rüber. Gut. Achso. Weiter hier. Och, da sind sie schon wieder. Wie viele Sturmtruppler sind hier eigentlich? Haben die uns hier aufgespürt oder? Ah, dafür brauche ich das Dingens dort drin. Den Koloss dort.
umgehen kann. BB-8. Wenn er das Visier rein. Für uns herholen. So, Ray kann hier mal drauf springen. Was für ein Ding ist das? Ist ja auch egal, es macht uns den Weg frei. Muss ich nicht unbedingt wissen, wie das Ding heißt. Es ist hilfreich. Und das ist das Einzige, was hier muss. Ach komm, einer geht noch rein. Sonst wäre das dieser Part zu ereignislos. Ein Level müssen wir noch machen. Wir müssen weiter. So, da steht ein Quadjumper am anderen Ende des Raumhafens. Ja, die sind hinter uns her. Nee, genau genommen nicht nach uns, sondern nach dem Druiden. Kann ich hier mal rein? Nee, kann ich nicht. Und jetzt ist das Ding gleich mal leergeräumt. Oh, scheiße, jetzt habe ich Way umgebracht. Wollte ich nicht. Sorry. Tut mir leid. Nimm mir nicht übel. So, BB-8. Ich bin BB-8. Und dann die schöne Elektroattacke. Komm du her. Elektroschock. Ich krieg dich tot. So. Leg dich niemals mit deinen Brüdern an. Ich sag's dir nochmal. Jetzt wirst du geschockt. So. Jetzt wirst du geschockt. Stirb, du bleichdämmiges Wesen. Und keiner macht dich. Mann! Greif dich halt von hinten an. So. Hab genug von dir. So. Verpiss dich. Geh dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Ich hasse Stormtrooper. Ich glaube, wir müssten hier mal fliehen. Sonst halten wir hier uns eine Stunde hier mit den Stormtroopern auf. Versuche hier schnell mal einen Weg rauszufinden. Vielleicht hier? Bei dem Turm? Ne, nicht bei dem Turm. Ist das so wie bei Mario-Spielen, dass einer davon, so wie bei Mario Maker, dass einer den Schlüssel hat und dass du wirklich alle zerstören musst, oder gibt es da irgendwo ein Geheimnis? Ja, komm! Bau was. Ja, okay, das regelt's auch. Da muss ich ja nicht ewig kämpfen. So, hier mal drauf. Sieht nach einer Part wie BB-8 aus. Nein, das ist Way. Das ist Ways Part. Ah, so ein Teil. Und das hätten wir. Was jetzt? Das Ding dort dahin bauen. Ist ja so schön, dass man hier mehrere Sachen bauen kann. Also man kann das Ding jetzt zerstören, dort drüben uns jetzt was Neues draus machen. Das finde ich richtig genial in diesem Spiel. Ach so, Kacke, da brauche ich noch einen zweiten Charakter. Den muss ich aber erstmal irgendwie hier hoch bekommen. Das wäre Way. Also finden wir schnell was Way benutzen kann, um hochzukommen.
Das wäre zum Beispiel das hier. Genau. So, komm mal hoch, Ray. Zack. Und jetzt mal schieben. Gemeinsam. Gemeinsam, sagte ich. So, Dankeschön. Dann muss Finn mal wieder runter. Ich sagte, Finn muss mal wieder runter. Das mal aus dem Weg schaffen. Und jetzt nicht wieder hoch, sondern hier mal drauf schießen. Ja, genau. Und jetzt können wir hier durch. Das sieht nicht gesund aus. Und weiter hier. Na, Kampf, Angriff. Und tot. So, schieß. Zack. Und das sieht doch so aus. Jetzt würde es uns helfen. Da dran. Dreh. Und das Gegenteil von zieh. Okay. Ray hat jetzt einen Blaster. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen sie ausschalten. Dann werde ich Rays Blaster jetzt mal benutzen. Ach so, ich schieße die ganze Zeit in die Luft. Oh, BB-8. Schön, dass du hier bist, aber das hilft uns gerade nicht sehr. Ist hier jemand? Ah, hier ist jemand. Nachschub. So, Attacke. Die Jäger können nicht abheben. Ach so. Ja. Was ist jetzt los? Man darf das anscheinend defekt. Und jetzt? Schieß mal hier wild auf Gegenstände. Ah, Way hat hier einer im Visier. Gut. Stirb Kartoffel. 4 von 12. Sieht aktuell nur einen. 30. So, Attacke. Eine ganze Horde. Eine Horde bedrohe nie. Das ist ein Palindrom. Für alle, die mal was lernen wollen. Ja, haben wir es mal bald geschafft. Die sind ein bisschen nervig, diese Sturmtruppler. Eine Treffsicherheit haben sie auch. Von knapp 0%. Weil, guck mal, ich stehe hier die ganze Zeit und boah, werde nicht getroffen. So 11 von 12, irgendwo kriecht noch einer rum. Da, ich sehe den doch. Zack, habe ich dich auch. Oh, weiter geht's. Zack, zack, weiter geht's. Wir sind im Krieg. Hier wird's nicht ausgeruht.
BB-8, jetzt brauche ich dich doch mal. Tut mir leid, dass ich dir vorhin gesagt habe, dass ich dich hier nicht brauche, aber ich brauche dich mal kurz. Kannst du den Transporter von deiner Seite aus sabotieren? Mi-boom, mi-boop. Das bedeutet ja. So. Geschafft. Beep, 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 beep. Puh. Actiongeladene Levels. Das waren heute ein bisschen spannendere Levels. Ein bisschen längere Levels. Zwei lange Levels. Ich hoffe, es war euch nicht zu lang. Ah, hier haben wir den neuen Kumpel, Siebdroide. Ich hoffe, wir sind auch hier gleich fertig. Wir sind hier gleich entkommen. Dann sag ich euch schon mal, ich hoffe, euch hat dieser doch etwas größere Part von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, gefallen. Sollte das der Fall sein, zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben. Sollte das nicht sein, zeigt es mir mit einem Däumchen nach unten und einer konstruktiven Kritik, wie ich es das nächste Mal besser machen soll. Ja. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpassen zu wollen. Ja, guckt noch die hübschen kleinen Videos, die hier gleich eingeblendet sind, und ja, teilt dieses Video auf allen nur erdenklichen sozialen Netzwerken. Ja. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, würde ich sagen. Gehabt euch wohl. Jo, das dürften wir hier auch gleich haben. Und da ist schon der. Ans Bordgeschütz nach unten. Schon weiter mitgeflogen? Falk. Das Schiff wurde ewig nicht bewegt. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Wir kriegen das beide hin. Na, wer kennt das Ding? Den Falken. Hey, das gehört mir! Jo, dann. Beste, schreibt. Schreibt niemals Außenposten in die Kommentare, wenn ihr bis hier dran geblieben seid. Ja. Ich sag's nochmal, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.